Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play World of Warships. Und hier jetzt endlich auch mal mit wirklich Battles, wo ich sage, die sind sehr sehenswert. Das sind Replays von mir, die ich während dem Streamen aufgenommen habe. Und ja, da sind mir doch die ein oder andere gute Runde gelungen. Dementsprechend zeige ich euch hier die Omaha Tier 5 Kreuzer der Amerikaner. Und noch schöner, ich kann hier aufgrund... Oh, das war aber... Das war spannend. Aufgrund des... Replays kann ich hier ein bisschen Gas geben, weil man weiß ja, die ersten paar Minuten, die sind nicht so spannend. Da wird ja doch viel zu Punkten gefahren, ohne der Action zu bekommen, und dementsprechend umso besser, wenn man hier da ein bisschen speeden kann. Die Replay-Funktion ist ja noch nicht offiziell, dementsprechend kann es ja noch zu Fehlern kommen. Hat man gerade gesehen mit den schwarzen Balken, sobald man zu schnell spult, kommt er da scheinbar nicht mehr hinterher. Ist aber halb so wild. Ich bin eh gleich bei der Aktion, wo es jetzt auch losgeht. Will hier A holen, bekomme aber keine Unterstützung. Mein ganzes Team fährt nach unten auf B und C. Und jetzt kommt hier die Murmansk. Erste Schusssalve war HE, die war geladen, standesgemäß. Aber jetzt wird auf AP gewechselt. Und da schon... drei Zitadellentreffer am Stück auf die Murmansk, die ja im Prinzip wie die Ausführung C ist von der Omaha, also sehr ähnliche Schiffsformen. Ich spiele aber die Omaha mit dem Rumpf B, finde ich den besseren und schöneren Turm. Und nochmal die Zitadelle, mittlerweile schon der vierte an der Zahl. Und hier die nächsten Schüsse, jetzt muss ich aufpassen. Hab hier nochmal die Zitadelle getroffen. Dementsprechend war das ein kurzes Game für die Murmansk. 20 Treffer, davon 5-mal die Zitadelle. Und hier jetzt in schöner Neo-Manier auch noch die Torpedos ausweichen können. Gerade weil da vorne die Insel kommt, war auch der Wendekreis so nötig, wie er ist. Wendekreis von dem Ding ist sehr gut, beziehungsweise auch das Anstellwinkel vom Ruder. Auf die New York komme ich nicht, deswegen, wie gesagt, ist ganz angenehm. Wir können ja die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, bringen also damit schneller die Action an den Mann. Ich habe ja jetzt gerade auch noch den Punkt geholt, also mehr ging einfach jetzt hier nicht. Die Wyoming hinterhalb von uns, 13,3 Kilometer weg, dementsprechend nicht beschießbar. Man sieht hier, ja... ein paar Treffer kamen, aber eben aufgrund des Zickzack-Kurses war es halb so wild. Gerade Wyoming schießt da mit HE. Das macht es für mich deutlich leichter. Da drüben kommt jetzt eine Kuma. Die geht jetzt zwar im Rauch verloren, aber taucht gleich wieder auf, und das sehen wir uns in Ruhe an. Es ruckelt hier leicht. Das ist auch, wie gesagt, einfach so die Replay-Funktion. Ist noch nicht final, deswegen seht es bitte nach. Aber ich will euch hier auch das Aiming zeigen, dass ihr seht, was kann man so mit AP alles machen. Gerade gegen die gegnerische Kuma läuft auch das sehr gut. Mittlerweile der dritte Zitadellentreffer auf die Kuma. Der vierte. Der fünfte. Und der sechste. Da hat die Kuma wirklich leiden müssen, beziehungsweise eigentlich nicht lange leiden müssen. Effektiv waren es dann am Schluss ordentlich Zitadellentreffer. Man sieht, bei 29 Schuss 12 mal Zitadelle spricht für die Omaha definitiv. Und da die Isokase. Aber mein Ziel wird jetzt erstmal die Wyoming sein. Noch 300 Meter, dann ist er auch für mich erreichbar. Da wird natürlich HE geschossen, alles andere wäre Verschwendung. Gerade die Amis sind ja deutlich stärker gepanzert nochmal als ihre japanischen Kollegen. Hier spiele ich das Schiff noch mit dem Sonar.
Hab aber mittlerweile meine Spielweise bei den Kreuzern so weit angepasst, dass ich die jetzt mit der verbesserten Flak spiele, also auf der T-Taste in dem Fall. So, und jetzt seht ihr schon Beschuss. Jetzt ist der Wyoming genug, schießt auch mal zurück. Aber Gott sei Dank halb so wild. Und immer schön drauf. Auch in Brand stecken. Auch es tut unterm Strich sehr, sehr weh, wenn das oftmals passiert. Hier konnte ich noch direkt den Punkt B mitnehmen. Und habe jetzt hier drüben eine Isokaze neben mir. Auf die schieße ich jetzt mal dementsprechend. Weil da wäre natürlich so eine schöne HE-Schelle viel angenehmer, wenn die trifft. Die Kawachi hat jetzt hier seines Zeichens deutlich Probleme mit den Torpedos. Bekommt hier zwei ab, flutet und geht deswegen unter. Drei Treffer konnte ich auf die ISO setzen, allerdings nicht genug, um sie zu zerstören, leider. Und von hinten halten die Schlachtschiffe weiterhin auf mich drauf. Wir beschleunigen nochmal etwas. Da ist die St. Louis. Da die ISO wieder. St. Louis hier jetzt offen. ISO hat hier Torpedos auf mich geschickt, aber Gott sei Dank bin ich da nicht den Weg direkt zu ihr gefahren, sondern habe mich hier für den längeren Weg entschieden. Leider St. Louis wieder zu. Für alle, die Bock auf meine Mods haben und im Video, in der Videobeschreibung seht ihr einen Link, da habe ich mal meine Mods verlinkt, beziehungsweise meinen Restmods-Ordner, mehr ist es ja gar nicht. So, die Hoshu hier drüben, die ist jetzt aus dem Spiel genommen worden von der Omaha. Und da jetzt eine Clemson. Stellt sich auch gleich heraus, diese Clemson ist AFK. Dementsprechend wird jetzt die beschossen. Weil auch AFK-Gegner können plötzlich irgendwo wieder an den Rechner zurückkommen und sich dann nochmal in den Kampf einmischen. Und gerade wenn man jetzt hier die unbeachtet lassen würde und dann auf einmal bekommt man Torpedos von der Seite, ist deutlich unangenehmer. St. Louis, ihres Zeichens, schießt weiterhin auf mich. Was leider noch nicht geht in der Replay-Funktion, man sieht die Endstats nicht. Ich habe hier von dem, ich habe die Screenshots mir noch nicht angewöhnt zu machen von den Endstats, deswegen seht ihr leider nur die Runde ohne das finale Ergebnis zu sehen. Aber ich kann euch versprechen, dass es in allen Fällen, wo ich euch Replays zeigen werde, sehr, sehr gut gewesen. Wichtiger ist hier aber einfach das Gameplay. So, wir beschleunigen mal wieder etwas stärker. Da ist die Hoshu. Hoshu wird auch mit HE beschossen. Ersten Flugzeuge am Start. Schlimmer werden aber die Torpedobomber. Und auf die können wir auch warten, dass die kommen. Da sind sie schon in der Luft. Torpedos von hinten. Da war die ISO wahrscheinlich am Werk. Haben jetzt gerade die Unterstützermedaille sichern können. Und hier, man sieht, Flugzeuge dreht die erste ab. Das heißt, man weiß, okay, Torpedos im Wasser. Hier in dem Winkel, in dem Fächer geschossen leicht. Deswegen hier links einschlagen und dann rechts rüber, dass der einfach mein Bug keine Verlängerung darstellt, beziehungsweise einfach den Weg sogar verlängert. Die Torpedos sind außen Spiel und jetzt können wir uns weiter der Hoshu widmen. Und das ist mein Kill. Der dritte an der Zahl. Wir beschleunigen mal wieder. Jetzt kann meine AA schön auf die Flugzeuge gehen. Damit kann ich mir noch so ein paar Flugzeuge sichern.
Den Katapultjäger mit Y hätte ich hier auf jeden Fall mal starten können. Ist mir nachher zu spät erst eingefallen, aber nach so einer Runde oder bei so einer Runde ist man ein bisschen unter Adrenalin. Das kennt man ja. So. Und die St. Louis stellt den vierten Kill da. Wir beschleunigen mal wieder das Spielgeschehen. Da drüben die Wyoming. Ist jetzt beschießbar. Dementsprechend gehen auch die Schüsse raus. Jetzt hat mich aber die New York sauber zerschossen. Und Torpedos kommen auch noch. Auch hier war die ISO mal wieder fleißig, aber nicht mit dem rechten Glück gesehen. Gehen alle ganz entspannt an mir vorbei. Erstmal bekommen wir hier keine Schüsse mehr raus, sondern es wird hier noch ein bisschen mit dem Movement gespielt, dass die New York mich nicht trifft. Die gegnerische New York kümmert sich jetzt um die Wyoming, ist jetzt auch schon tot. Und jetzt lebt nur noch die ISO. Und das Game ist kurz vor seinem Ende. Ich kann euch verraten, leider bekomme ich nichts mehr in dieser Runde ab. Aber es war trotzdem, glaube ich, eine sehr schöne und sehr zeigenswerte Runde. Und dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch das gerne auch in einer Kommentar, Like oder sogar ein Abo hier bei mir zurück. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Euer Alcaramba.